Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt und keine Bagatelle, sondern Wirtschaftskriminalität. Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft gehören schon immer zu den größten wirtschaftlichen Problemen unserer Volkswirtschaft. Steuer- und Sozialversicherungsbetrug schadet unserer Gemeinschaft. Zudem führt Schwarzarbeit zu Wettbewerbsverzerrungen auf Kosten der rechtschaffenden Betriebe und den Arbeitsplätzen. Dadurch können Betriebe gegen die illegal handelnde Konkurrenz, die oft ein günstigeres Angebot abgibt, nicht bestehen, weil einfach die rechtschaffenden Preise natürlich unterschiedlich sind. Auf diese Weise werden legale Arbeitsplätze vernichtet und mehr Arbeitslosigkeit in Wirklichkeit geschaffen. Insgesamt kostet die Schwarzarbeit den Wirtschaftsstandort Deutschland jedes Jahr einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Man hat 2014 einen Schaden von etwa 800 Millionen festgestellt. Heute geht man von einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 11% im Bereich der Schattenwirtschaft aus. Man sieht, welche Dimension hier zu bekämpfen ist. Der Gemeinschaft entgehen einerseits eben wichtige Einnahmen wie Beiträge und Steuern, andererseits steigen die Ausgaben für Unterstützungsleistungen, weil man eben nicht in die Sozialversicherung einbezahlen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Entwicklung ist kein hinnehmbarer Zustand. Das ist nicht gerecht, das ist unsozial und das ist gegen das Gemeinwohl, meine Damen und Herren. Und das werden wir mit diesem Gesetz heute verstärkt bekämpfen. Das ist die Situation. Und wir bekämpfen die illegale Beschäftigung mit aller Entschiedenheit. Und was erzählen Sie denn von den Linken da? Mehr wie die Verschärfung von Kontrollen können Sie nicht tun, und das tun wir. Wir sind natürlich gegen Ihre pauschalen Verdächtigungen gegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber wenn Sie Weihnachten und Ostern nicht auseinanderhalten können, dann wundert mich natürlich nichts mehr, meine Damen und Herren. Das vorliegende Gesetz liefert zur Bekämpfung von Schwarzarbeit einen wesentlichen Beitrag. Was wir im Koalitionsvertrag bereits angekündigt haben, setzen wir nun lösungsorientiert, praxisnah und mit Ausgewogenheit und Augenmaß um. Denn das gehört auch dazu. Wir wollen nicht die große Keule schwingen, sondern wir wollen ganz gezielt die Schwarzarbeit bekämpfen, meine Damen und Herren. Dafür ist es richtig, dem Zoll und den Landesbehörden mehr Rechte zu geben. Konkret, die IT-Verfahren können mit einer einheitlichen Datenbank und einem zentralen Informationssystem verbessert werden. Wir können eine Finanzkontrolle beim Zoll mit einem automatisierten Zugriff auf das zentrale Fahrzeugregister des Kraftfahrtbundesamtes vorweisen. Und das ist eine enorme Vereinfachung und ein großer Fortschritt. Denn bisher musste jede Anfrage manuell bearbeitet werden. Das hat in der Praxis zu Zeitverzögerungen und Fehlern geführt. Wir haben mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit künftig dann für die Ahndung von Meldeverstößen nach dem Sozialgesetzbuch 4 auch die Möglichkeit, Ermittlungsverfahren stärker vorzunehmen. Und das neue Gesetz kann die Zollverwaltung mit mehr Meldeverstößen ahnden, sondern eben auch darüber hinaus Vergehen verfolgen, die bisher von den Einzustellen der Sozialversicherungen zur weiteren Bearbeitung durchgeführt wurde. All dies ist natürlich auch mit den Prüfungsbefugnissen, die wir den zuständigen Landesbehörden einräumen, ein wesentlicher großer Schritt zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Und Sie werden das Recht haben, auch in Zukunft Grundstücke zu betreten und die dort tätigen Personen zu ihrer Arbeit befragen dürfen. Und gerade indem wir den Landesbehörden mehr Rechte einräumen, lässt sich die handwerkliche und gewerberechtliche Schwarzarbeit besser bekämpfen, weil Gewerberecht
natürlich vor Ort zusammengehört. Und deswegen ist es gut, wenn die Landesbehörden hier eine Stärkung erfahren in Verbindung mit dem Gesetz. Zukünftig können Firmen nicht mehr nur von der Vergabe öffentlicher Bauaufträge ausgeschlossen werden, sondern auch von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen. Diese maßvolle Erweiterung ist notwendig, denn die Praxis zeigt, dass Schwarzarbeit zwar häufig im Baugewerbe stattfindet, aber inzwischen auch die Dienstleistungsbranche immer mehr illegale Beschäftigung ausübt. Und ich möchte aber noch einen anderen Aspekt zum Abschluss meiner Rede hinzufügen. Schwarzarbeit, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist vor allem auch auf Kostenunterschiede zwischen legaler und illegaler Arbeit zurückzuführen. Auch das gehört zur Wahrheit, meine Damen und Herren. Je höher die Arbeits- und vor allem Lohnzusatzkosten gehören, desto mehr Anreiz für die Schwarzarbeit. Auch das gehört zur Wahrheit, meine Damen und Herren. Und es macht natürlich keinen Sinn, wie das hier vorgetragen wurde, die Belastungsspirale immer höher und schneller anzudrehen, sondern hier muss natürlich nach den Lohnstückkosten eine Effizienz entstehen, eine Wettbewerbsfähigkeit auch im internationalen Rahmen. Und deswegen gehört es dazu, dass wir insbesondere Stabilität auch bei den Lohnzusatzkosten haben, um nicht Anreiz für die Schwarzarbeit zu erzeugen, meine Damen und Herren. Und das muss man bei diesem Thema unbedingt natürlich dazu sagen und darf man nicht außen vor lassen. Lassen Sie mich deswegen abschließend festhalten: Wir beschließen heute ein ausgewogenes und effizienzsteigerndes Gesetz, das die Schwarzarbeit zwar nicht völlig verhindern, zumindest aber weiter einschränken wird. Zudem bin ich außerordentlich froh, dass wir im großen Einvernehmen im Finanzausschuss mit unserem Koalitionspartner und den Ländern dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben. Ich hoffe, dass wir in diesem Sinne auch im Jahr 2017 das ein oder andere Gesetz noch voranbringen können. Ich denke an die internationalen Konzerne mit der Steuervermeidung, mit dem sogenannten Panama-Gesetz oder heute das Gesetz gegen Kassenmanipulationen. Auch das ist ein Weg, wo wir Flagge zeigen, dass wir einen starken Rechtsstaat wollen, der letzten Endes eine Illegalität, einen Missbrauch bekämpft. Und das ist letzten Endes das Ziel, das wir wahrnehmen und das erfolgreich auch akzeptiert wird in der Bevölkerung, meine Damen und Herren. Und deshalb möchte ich ganz herzlich Dank sagen bei diesem Gesetz, bei dieser Entwicklung, insbesondere unserem Berichterstatter Uwe Feiler, der hervorragende Verhandlungen mit allen Berichterstattern aller Fraktionen geführt hat. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank. So, jetzt hat der Kollege Dr. Jens Zimmermann, SPD-Fraktion, das Wort.